So, wo geht's denn hier lang? Danke für den Besuch. Jo. Passt schon, war mir ein Vergnügen. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Das kriegen wir doch hin. Setzobjekte und Kreaturen in Brand. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Ja, kriegen wir alles. Guten Tag. Nein, dass da Öl war, das war total zufällig. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sister. Bereichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Pheromone. Sag ich dir. Ferreromone. So, hier. Ach ja. Gut, okay, was haben wir denn hier noch? Können wir hier irgendwas öffnen, schließen, kaputt machen? Wir sind hier hochgekommen. Wir gehen hier. Oh, Schrank. Nehmen wir. Wir nehmen alle Schränke, die wir kriegen können. Exit. Ja, das ist gut. Hier, Exit. Welcome to the Exit. So. So. Wir müssen jetzt Sachen schmelzen. Das kriegen wir auch ganz gut hin. So, wir müssen jetzt das Eis wegmachen. Hier kommt der Eismann. So. Ich habe jetzt gerade mal umgeschaltet. Bakterien sind mikroskopisch klein. Das sollen wir zumindest glauben. Chemtrails, Alter! Ich hab dir gesagt, Chemtrails in Rapture! Bakterien sind... Upsi. Oh. So. Nee. Schon wieder so viel Munition verbraucht. Vom Feinsten. Ach. Schwerlich vom Feinsten. Nee, nicht vom Feinsten? Okay, dann nicht. Cure all. Hacken. So, dann schauen wir mal, was das Geschütz... Frag nicht, was du für das Geschütz tun kannst, sondern... Achso, ja. Sondern frag, was das Geschütz für dich tun kann. Nein, da und dann so. So, danke Geschütz. Ach du Schande. Das ist mir eigentlich egal, was du machst, wenn du mit mir fertig bist. Ich mach dich fertig. Ja, ja. Ach. Das Ding schießt Raketen.
Deswegen... Oh. Ich dachte, das wäre ein... na, so ein Geschütz. Es war aber ein etwas stärkeres Geschütz. Ey, da ist ein Tonikum. Ich möchte das Tonikum. Das stammt vom Tonikum. So, nehme ich. Hallo. So. Was haben wir hier? Da haben wir auch nichts. Schrank auf. Ranch-Jockey, neues Tonikum. Ranch-Jockey. Ranch-Jockey lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Frage ich mich ja bis heute immer noch. Warum gibt es so ein Tonikum? Ach ja. Rip-bip-bip-bip. Ich will dann das Tonband. Jetzt nicht so irgendwie mein Favorite. So. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Jo. Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, die Probanden... Fester, sieh ihn fest! Fester! Nein, das ist eine total tolle Idee, irgendjemandem sowas zu spritzen. Ihr seid doch alle für den Arsch. Ich finde das ja immer sehr cool. Der Codename dieser Probe ist Zorn. Warum? Ach, Hacken. Oh, Scheiße. Ja, das abgeschlossen. Ach ja. Nee, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Hacken. Nein. Ah. Boah, beim zweiten Mal. Ich fühle mich so stolz. Ich bin stolz wie... Oh, nee, da nicht lang. Ja, das ist doch schön. Ein Hoch auf unseren Hacker, ja. So. Wo muss man raus? Wo kann man rein? Die zwei großen Fragen des Lebens. Es ist toll für dich, so nett für dich, dass jemand ist so nett auf dich. Und wenn ich sage, ich tue alles für dich, ist das toll für dich. Kennt ihr das? Wenn man manchmal denkt, etwas wäre eine gute Idee, aber es ist keine gute Idee. Komm her. Nein. 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 Oh, verdammt. Puh.
Ich wollte eigentlich vorher noch den... eigentlich nicht das Gewehr aufnehmen. Ich wusste, was passiert. Tut mir leid. Aber... ich fand... Rapture Open, gesponsert von Telekinese. Ja, irgendwie auch ganz gut. Da noch ein Save. Okay, den brauche ich auf jeden Fall gleich auch. Oh ja, dann nehmen wir. So. So. Nach unten. Komm. Hier. So. 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 Dann so und dann bräuchte ich noch vielleicht mal noch ein Grades, noch ein Grades, noch ein Grades. Ja, und so. Puh. So, da hätte ich dann auch mal wieder ein bisschen Geld. Ich glaube, es gibt so eine außerordentliche Geldknappheit in diesem Spiel irgendwann. Telekinese. Hola. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Ja. So. Wir nehmen mal. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Ja. Gedrückt halten, um Objekte zu greifen, loslassen, um sie zu werfen, oder V drücken, um fallen zu lassen. Ja, ja. Okay. Kriegen wir hin. Okay, gut. Testlauf war erfolgreich. So. Das klassische Problem ist, glaube ich, gerade irgendwie zu wenig Munition. Und ich laufe zu gern damit rum. Das heißt, ich habe so eine leichte Eve-Knappheit. Was mir ein bisschen zu denken gibt, weil ich eigentlich gerne eher mehr Eve hätte. Wie war das nochmal? Zigaretten geben, kosten Leben, aber bringen Eve. Muss ich ausprobieren. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Supply. Heilen? Nö, ich bin ja voll geheilt. So, Painless Dental. Wo müssen wir denn jetzt hier lang? Wir waren da unten noch nicht, ne? Ne, da unten. Ah, da ist die Vita Chamber. Ich verstehe. Toll, da werden wir gespawnt, hätten die uns umgebracht. Ja, ja. Warum schieße ich immer mit den Sachen hier rein? Oh, tut mir leid, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Oh nein. So ein Schakalacker. So ein Kackmist. Ja, ja. Okay. Und hier rein. So. Tada! So, Bandagen. Ich habe Unmengen an Bandagen. Ich brauche Eve. Eve, nicht Bandagen. Na. Ah. Oh, hier war da eine.
Ah, okay. Ja, ich verstehe. Ach ja. Ist jetzt nicht so, als würde ich, hätte ich mich da jetzt riesig erschreckt. Ja, Tempohacker. Ja, gerne. Tannenbaum. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Ja, okay. Also die haben waren alles Wissenschaftler, haben aber unterschiedliche Ansätze. Kann man jetzt so stehen lassen, muss man nicht. Wie ein Peppriegel. So, okay. Haben wir hier irgendwo noch was? So. Ja, ja, auch in schweren Zeiten bewahrt ihr einen guten, coolen Kopf oder sowas. So, da ging es nicht mehr rein. Ich muss da rein. Nee. Was? Und wo ist der? Ach, nee. Moment. Ja. Hallo? Habe ich den jetzt nicht eingesammelt? Da war doch der Schlüssel, oder? Da war doch der Schlüssel, oder? Ich sollte den Schlüssel doch jetzt eigentlich haben. Oh nein. Oh, bitte lass mich das nicht nachspielen müssen. Ja, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Naja, eventuell sehen wir uns gleich hier an dieser Stelle noch einmal. Oder einfach beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet bei Bioshock. Ich hoffe, er ist nicht darunter gefallen. Mist.